Tag zusammen. Nachdem wir jetzt gesehen haben, dass der Chatbot von OpenAI ja ganz gute Dienste leisten kann beim Programmieren, etwas fragwürdig ist beim Rechnen oder auch bei der Verwendung von Quellen, die er sich ausdenkt, würde ich jetzt mal ausprobieren, wenn wir die Seite wechseln und gucken, ob kann ChatGPT die Professorenschaft oder Lehrerinnen und Lehrer unterstützen bei unseren alltäglichen Aufgaben. Und im zweiten Video dazu möchte ich nur gucken, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, KI-generierte Texte von ChatGPT zu erkennen? Denn ich denke, das könnte ein Problem werden, eine größere Gefahr werden an den Schulen und auch an den Hochschulen, wenn Schülerinnen und Schüler oder auch Studierende jetzt ihre Seminararbeiten, ihre Abschlussarbeiten damit generieren lassen. Und da will ich mal ausprobieren, gibt es Möglichkeiten, die KI-basierten Texte zu identifizieren und dann entsprechend Gegenmaßnahmen einzuleiten. Wir fangen an mit einem einfachen, typischen Beispiel, was wir jetzt an der Hochschule haben. Also er soll uns jetzt mal eine Klausur bauen zur Vorlesung Thermodynamik im zweiten Semester auf Bachelor-Niveau. Und ich sage ihm jetzt direkt, er soll vier Aufgaben bauen. Es sollen drei Rechenaufgaben dabei sein und ich gebe ihm auch noch die Hilfsmittel an, nämlich einen Taschenrechner und eine einseitige Formelsammlung. Also klassische Bedingungen für eine Veranstaltung Thermodynamik an einer Hochschule. Und wir sehen, ja, also klassische Aufgaben, nichts Kompliziertes. Das sollte eigentlich mit dem Grundlagenwissen aus der Thermodynamik ganz gut machbar sein. Jetzt könnte man sagen, ja gut. Vielleicht ist da nochmal eine schwere Aufgabe mit dabei. Also er soll nochmal was Schwereres machen mit einem Carnot-Kreisprozess. Und auch da sehen wir jetzt, ja, also das ist gut machbar. Das ist wirklich keine super schwere Aufgabe. Was heißt das jetzt? Klar, man könnte jetzt einfach sagen, die Klausur lassen uns komplett stellen. Ich denke, das wird nicht der Weg sein, weil wir natürlich vorher sonst dem Chatbot sagen müssten, was jetzt alles Inhalt war, was wir gemacht haben, wo vielleicht auch die Schwierigkeiten der Studierendenschaft war, was so das Feedback aus den Tutorien und Übungsaufgaben war. Was ich sehr positiv finde, wo sicherlich ein großer Nutzen ist, er kann einfach neue Aufgaben generieren, damit man einfach seinen Aufgabenpool etwas erweitern kann. Das ist eine Sache. Das ja, kostet immer viel Zeit und da kann man sich zumindest mal ein paar Ideen geben lassen. Man müsste sicherlich etwas konkreter werden, dass man sagt, also machen wir mal eine Aufgabe zu Gaskinetik oder vielleicht auch zu Bernoulli. Also was es da so gibt jetzt in der Thermodynamik, das sollte aber gut machbar sein. Also von daher eigentlich eine ganz gute Hilfe zur Inspiration. Nächster Punkt. Wenn wir jetzt sagen, wir haben ein neues Modul Windenergie oder wir haben ein bestehendes Modul Windenergie, und wollen das vielleicht mal überarbeiten. Auch da jetzt mal gucken, kann er uns ein paar Hinweise geben, wie man dieses Modul gestalten sollte. Ich habe das bewusst mal offen gehalten, also wirklich nur gesagt Windenergie, wir haben 15 Semester. Und ja, jetzt baut er uns da, ich sag mal, klassischen Ablauf von einem Modul zur Windenergie. Jetzt kommt erst der technische Teil. Dann so ein bisschen das ganze Thema der Genehmigung, also die rechtliche Seite in der sechsten, siebten Woche. Wir haben die Betrieb-Wartung, Netzintegration, auch ein wichtiges Thema, das Thema der Energiespeicherung und dann am Ende auch noch der Aspekt der Finanzierung, Wirtschaftlichkeit. Also für einen Wirtschaftsingenieurstudium eigentlich eine sehr interessante Sichtweise, dass man nicht nur die Technik macht, sondern auch die rechtlichen und die betriebswirtschaftlichen Themen behandelt. Jetzt kann man ihn noch bitten, also jetzt in der Woche, was haben wir jetzt hier? Nehmen wir mal 8 und 9, also die Woche zur Betrieb und Wartung von Windenergieanlagen, soll uns nochmal sagen, was wollen wir da genauer machen. Und auch da liefert er uns jetzt schon direkt ein paar Hinweise, das ist schon ganz praktisch, dass er da uns ja unterstützen kann, um solche Vorlesungsinhalte weiterzuentwickeln,
zu überarbeiten, auch mal zu reflektieren, ist das, was man jetzt an der Veranstaltung macht, noch zeitgemäß, weil er ja nun mal wahrscheinlich über sehr viele Inputdaten gelernt hat, wie an verschiedensten Hochschulen solche Module laufen. Also von daher eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache. Da kann er auch sicherlich unterstützen, also dort sich zu überlegen, also wie kann man seine Vorlesungsinhalte weiterentwickeln. Da kann man ihn dann auch noch in ein Praktikum einbauen, dass er da entsprechende Versuche entwickelt. Also von daher ein sehr nützliches Tool an der Stelle, aber auch kein Ersatz. Also ist jetzt nicht so, dass wir sagen, machen wir das Studium und wir als Professorenschaft sind dann arbeitslos. Nächster Punkt, wir bräuchten jetzt noch eine Modulbeschreibung für das Modulhandbuch. Auch das ist immer so eine Sache, die ja, mühselig ist, weil es da auch viel auf das Wording ankommt. Also vielleicht kann er auch da unterstützen, wie auch immer unterstützen, nicht ersetzen. Das ist, denke ich, ganz klar, dass man da als Prof immer noch mal drüber guckt. Aber wir sehen jetzt hier, was er uns vorschlägt, jetzt für dieses Modul. In der Modulbeschreibung 15 Vorlesungen, Präsenzvorlesungen oder online. Wichtig jetzt der Aspekt der Ziele. Da kommt so ein bisschen wirklich auf die Formulierung an. Also was sind die Kompetenzen, die die Studierenden mitnehmen? Ja, also auch da kann er unterstützen, kann vor allem bei den Formulierungen sicherlich ein bisschen helfen, dass man sich da Hilfe holt von ChatGPT. Also da wieder Pluspunkt für die KI als unterstützendes Werkzeug, sicherlich nicht als Ersatz. Also dazu muss man das, also diese Modulbeschreibung noch in eine etwas strengere Form gießen. Ein weiterer Aspekt, der jetzt auch häufig zu tun ist, dass wir die ein Kurzgutachten schreiben. Also man hat jetzt die Bachelorarbeit gelesen, Einsatz der Windenergie in waldreichen Regionen. Und jetzt mal nur in Stichpunkten ganz kurz. Das ist natürlich in der Realität machen wir das natürlich deutlich ausführlicher, wenn wir so eine Arbeit durchgehen, haben viel mehr Kommentare. Aber ich will einfach mal zeigen, was so der Nutzen von dem ChatGPT ist. Wir starten einfach mal. Also, Einleitung ist unpräzise, Methoden sind klar dargelegt, die Ergebnisse sind schlüssig. Es fehlt aber eine Diskussion, die ausführliche Auseinandersetzung mit der Fachliteratur, Zusammenfassung in Ordnung und die Gesamtnote der These ist gut. So, und da soll er uns jetzt einfach schon mal etwas vorformulieren, was wir dann als Professorinnen und Professoren ein bisschen ausformulieren. Aber auch da kann er einfach viel Arbeit abnehmen, indem er nämlich aus den Stichpunkten, die man sich macht, mal eben beim Lesen und Durchgehen der Arbeit, kann er schon mal das Grundgerüst des Gutachtens schreiben. Muss natürlich überarbeitet werden. Das ist auch immer noch etwas zu oberflächlich, zu ja, da auch etwas banal formuliert, weil jetzt ja wirklich nur die Stichpunkte in zwei Sätzen ausformuliert hat. Aber auch da die Stärke, die Möglichkeit von ChatGPT, er kann uns unterstützen, um aus Kurznotizen schon mal einen ersten Textentwurf vorzubereiten, den man dann als Prof ausarbeiten kann. Und damit sparen wir schon mal Arbeit. Das ist, denke ich, ganz gut. Man muss natürlich da auch aufpassen, was das ganze Thema Datenschutz angeht. Also da dürfen natürlich keine personenbezogenen Daten verwendet werden. Das ist sicherlich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir als Professorenschaft, aber auch an den Schulen haben, wenn wir uns da unterstützen lassen. Das darf nicht den Datenschutz verletzen und das ist natürlich vor allem bei solchen Arbeiten auf jeden Fall immer kritisch zu sehen. Aber ich denke jetzt bei so einer Aufgabenstellung, das ist jetzt kein großes Problem. Gut, und dann letzter Punkt, auch da eine Unterstützung. Wenn wir in dem ersten Video gesehen, da hatten wir ja den ChatGPT gebeten, er soll uns mal eine E-Mail schreiben an mich als Studiengangsleiter, weil man sich für den Studiengang interessiert. Und da möchte ich jetzt ganz gerne eine Antwort zu bekommen. Also was mache ich? Also ich habe folgende Mail von einem Studieninteressierten erhalten. Das ist jetzt der Text, den habe ich jetzt hier reinkopiert. Habe jetzt auch mal den Namen Max Mustermann einfach mal ergänzt. Und jetzt verfasse eine freundliche Antwort an den Studenten mit dem Hinweis, dass das auf der Webseite zu finden ist und dass er sich gerne telefonisch bei Rückfragen melden kann. Ja. Und jetzt baut er uns eine professionelle Mail. Auch da nur als Unterstützung, nicht als Ersatz. Denn dann
könnte man ja sagen, gut, die Schulungsleitung integrierte einfach diesen Chatbot im Hintergrund und antwortet einfach automatisiert. Das sollte ja nicht so sein, wenn man sich den Text anguckt. Das ist eine sehr sachliche, klare Mail. So wird man jetzt als Schulungsleitung sicherlich auch antworten und die Mail dann an den Studierenden, Interessierten schicken. Das ist aber auch wieder nur ein Hilfsmittel. Also da wird man nochmal drüber gehen, nochmal ein paar Formulierungen gerade ziehen. Das wird man jetzt so nicht eins zu eins rausschicken. Aber auch da, und das hat man jetzt, glaube ich, in dieser kurzen Übersicht gesehen, man kann mit dem Chatbot jetzt als Lehrkraft oder auch als Prof sehr gut arbeiten als Unterstützung, weil er in vielen Aspekten einfach helfen kann. Auch da entscheidet natürlich, dass die Fragen sehr präzise sind, die man stellt. Je genauer die Informationen sind, desto besser werden die Antworten. Und das lässt sich dann eigentlich ganz gut einsetzen aus meiner Sicht. Natürlich immer kritisch zu sehen, was er da produziert. Also der Text muss immer noch mal durchgegangen werden. Aber er hat schon mal so einen ersten Aufschlag gemacht. Er nimmt schon mal ein bisschen grundlegende Arbeit ab. Und man kann darauf aufbauen. Das geht dann deutlich schneller. Und aus meiner Sicht deswegen ein sehr interessantes Werkzeug, was sich sicherlich nicht nur auf der Seite der Studierenden etablieren wird, sondern auch bei den Lehrenden. Die werden diesen Chatbot sicherlich auch zur Unterstützung mit einsetzen.